Hier erst einmal der Korantext. In Kapitel 5, also in Sure 5 des Korans, geht es um die Söhne Adams, Kain und Abel, sowie um das Opfer, das sie vor Gott bringen. Abel bringt ein Opfer vor Allah, das angenommen wird, und Kains Opfer nicht. Deshalb will Kain seinen Bruder Abel totschlagen. Und jetzt lese ich aus dem Koran, Sure 5, Vers 31, denn diese kleine Zusatzgeschichte finden wir nicht in der Bibel. Allah schickte nun einen Raben, der in der Erde scharrte, um ihm zu zeigen, wie er, Kain also, die Leiche seines Bruders verbergen könne. Er sagte, wehe, war ich denn nicht imstande, so klug zu sein wie dieser Rabe und die Leiche meines Bruders zu verbergen? Und er empfand nun Bedauern und Ärger. Es geht um die Frage, was Kain mit dem toten Körper tun sollte, denn er hatte ja noch nie eine Beerdigung gesehen. Allah schickte einen Raben, der ihm zeigte, wie man eine Leiche vergräbt. Hierzu wird in dem Buch von Rudi Paré aus einer jüdischen Legende zitiert. Ich lese aus der Midrasch, einem jüdischen Text, der nicht in der Bibel enthalten ist. Als Kain Abel erschlagen hatte, lag dieser da, ohne dass Kain wusste, was er tun solle. Da bestimmte Gott zwei reine Vögel für ihn, von denen einer den anderen tötete, und der Überlebende grub die Erde auf und begrub ihn, den Getöteten. Und von ihm lernte Kain und grub die Erde auf und begrub Abel. Interessant, nicht wahr? In dieser jüdischen Legende weiß Kain auch nicht, was er mit der Leiche seines Bruders tun sollte. Gott schickte aber zwei reine Vögel, von denen er lernt, wie man jemand begraben kann. Übrigens, diese jüdische Legende existierte schon viele Jahrhunderte vor Mohammed. Und du kannst sie ganz einfach im Internet finden. In dem vollen Video findest du noch eine christliche und eine heidnische Legende im Koran. Schau es dir an. Dort hast du auch die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben.